Aloha, ich grüße euch. Ich habe einen kleinen Tiddy-Rundgang für euch und einen kleinen Haul. Nach dem Intro geht's los. Seid gespannt! Ja, hier sind wir im Teddy. Gändeleere, richtig cool. Gunst der Stunde genutzt. Einmal kurz gefilmt. Kreativabteilung. Hinterher wurde es ein bisschen voller, aber seht ihr ja gleich. Ich habe, denke ich, ordentlich gefilmt. Hier haben wir so ein bisschen Nähaccessoires, Knöpfe, so Bügelbilder, Garn, Flicken, Stricknadeln. Ja, verschiedene Garne. Diese Metallic-Garne, die habe ich auch. Dann dieses Türkise, das ist so ein Magnetding, da kommen Nadeln, da kann man Nadeln drin aufbewahren, so rum. Ja, verschiedene Gummibänder, da haben wir Nadelkissen, verschiedene Ausführungen. Ja, dann nochmal Knöpfe. Auch süße, da mit den Schmetterlingen, die Blümchen, finde ich ganz niedlich. Dann nochmal andere Knöpfe. Ja, auf 2 Euro, glaube ich, runtergesetzt. Ne? Ja, ne? 2,55. Haben sich wohl ordentlich Leute beschwert. Ich weiß es nicht, das ist meine Vermutung. Da haben wir die Klammern, die sind auch gut zum Basteln. Ich tue immer ein bisschen Papier drunter, sonst hat man die Abdrücke auf dem Papier. Ja, Borte. Alles, was das Nähherz und Bastlerherz begehrt. Da haben wir Nählineal. Ja, und diese Patches fand ich ganz cool. Und das sind so Aufbügel oder Aufnäht. Ich denke mal Aufbügeldinger mit diesen Pins. Fand ich ganz hübsch. Für 3 Euro finde ich auch okay. Ne, witzige Muster. Und ich habe geguckt, waren alles nur diese Muster. Ja, dann haben wir die selbstklebende Spitze. 2 Meter ist da drauf. Verschiedene Ausführungen. Ja, und da haben wir wie so Perlmutt. Perlen oder so Blättchen, ne? Und hier haben wir auch nochmal Patches und diese Pins auch für 3 Euro. Andere war, glaube ich, auch 3 Euro, ne? Ja, das Einhorn. Ich habe es aber hängen lassen. Aber es ist schon cool, ne? Auch der Regenbogen gefällt mir total gut. Nein, ich habe es hängen lassen. Ne, die Avocado, mehr habe ich jetzt nicht geguckt, aber witzige Sachen, finde ich nett. Ja, Stoffbeutel, verschiedene Ausführungen. Und dann geht es daneben weiter. Auch Jutestoff, Bastelsets, ganz viele Stoffzuschnitte. Die haben ja auch immer schön Auswahl. Ne? Da auch, das kann man irgendwo drauf nähen, auf dem Pulli oder auf dem T-Shirt. Ist auch ganz nett. Stickrahmen. Und da haben wir die Häkelnadeln, 5 Euro. Der Action hat doch so eine runde Dose. Da kosten doch, ich weiß nicht, ob so viele drin sind, aber die kosten doch keine 5 Euro, oder? Aber naja, ich habe da preislich auch keine Ahnung von. Ich habe zwar Häkelnadeln, aber mache das eigentlich eher selten. Die kosten sogar 7 Euro. Ja, dann ein Rollenschneider, Pinzetten, eine Stoffschere, Stecknadeln. Dann haben wir so Tattoo-Sets. Da Glow in the Dark, ne? Leuchten im Dunkeln. Dann das Batik-Set, gibt es ja auch schon länger. Dann Bastelsets und hier nochmal Garn. Die waren auch von 6 Euro auf 5 Euro runter. Gesetzt. Ich weiß auch nicht, ob das günstig ist. Ja, dann haben wir hier Modelliermasse. Dann so kleine Tonspardosen, die man bemalen kann. Pinsel, Acrylfarbe. Dann kleine Mini-Heißklebe-Nachfüller. Verschiedene Ausführungen. Ja, und da auch nochmal Farbe. Da wollte ich näher gucken, ob die für nachts ist. Ich weiß es aber nicht. Ja, auch nochmal Acrylfarbe. Da haben sie ja ordentlich was. Glitzerkleber. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit meinem mache vom Action. Da war ich ja echt Verpackungsopfer und weiß nicht, was ich damit machen soll. Ja, Acrylfarben kennt ihr. Wenn ich meinen Live-Rundgang mache, ist immer eine wahre Farbenpracht, so viele schöne Acrylfarben zu sehen. Da oben haben wir Leuchtfarbe, also die im Dunkeln leuchtet. Und hier mit dem süßen Einhorn auch nochmal Acrylfarben.
Ja, dann geht es hier weiter. Dann haben wir Leinwände, verschiedene Ausführungen und hier auch nochmal Acrylfarben. Da auch Acrylfarbe. Also da kann man sich aussuchen, was man möchte. Da sind so Formen, die man bemalen kann. Da kommen gleich aber auch noch mehr. Auch mit kleinen Pöttchen Acrylfarbe. Pinsel. Ich denke, da muss man immer gucken. Bei manchen sieht man schon, die sind von der Qualität echt Mist. Aber manche sehen echt gut aus. Ja, hier so Bastelstäbchen. Erinnert mich immer an einen Arzt. Boah, und dann Holz im Mund. Oh. Boah. Wer kann es noch nicht haben? Boah. Ich bin froh, wenn die Plastikstäbchen nehmen, um in den Hals zu gucken. Ja, Glitzer mit Kleber. Ja, nochmal Glitter, Glue in diesen kleinen Dingern. Da wollte ich gucken, was die kosten. Ich glaube, 5 Euro. Fand ich recht teuer. Ja, da haben wir nochmal diese Figuren. Eine Kreativform zum Bemalen. Ja, da verschiedene Sorten. Dann Kratzbilder. Oh, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich habe ja schon vorgedreht, mein Haul. Meine Tochter hat das Diamond Painting fertig, aber es kommt irgendwann im nächsten Video. Mega. Ne? 2 Abende, fertig. Cool. Finde ich total klasse. Und sie möchte noch eins. Ja, ja, da haben wir verschiedene, ne, Fäden. Wie heißt ich? Schnur. Und das fand ich ja mega interessant. Das ist so ein Zaun. Auch cool, ne? 1 Euro. Aber habe ich jetzt nicht gebraucht, habe ich auch nicht mitgenommen. Ihr werdet gleich sehen, was ich mitgenommen habe. Ja, finden könnte man eigentlich immer was. Ne? Man muss natürlich wissen, was man hat und was man wirklich braucht. Und ja, da das mit den ja, Ribbon-Teilen, ach, das sieht so schön bunt aus. Und ich denke, nein, ich habe Ribbon-Bänder ohne Ende und da kann ich mir selber machen. Also nicht mitgenommen. Ne? Hier verschiedene Bastelschnüre, Schlüsselanhänger, Holzteile. Karabiner, Aluminiumdraht. Und das fand ich auch ganz nett. Für 1 Euro 3 Farben. Ne? Man hat da nicht so viel und man kann es schön verpacken. Ja, dann hier Fläschchen und Schraubdinger in verschiedenen Größen. Dann die Bastelzange. Es kommt jetzt noch mehr mit den, ja, die Engelchen. Genau. Und darunter kommen jetzt gleich die Krönchen. Die habe ich schon. Die habe ich mir schon vor ein paar Jahren gekauft. Und hier haben wir ganz viele, ja, Schraubgläser. Die sind ja auch mal nett. Ne? Für alles Mögliche. Zum Aufbewahren, zum Verschenken, um die zu verzieren. Ne? Ja, da haben wir nochmal Heißklebepistolen. Da würde ich mich natürlich für die mit dem Einhorn entscheiden. Ja, und dann hier so Pipetten. Und dann Glitzer. In, ja, normalen Farben, würde ich sagen. Nichts Außergewöhnliches. Stempelkissen, dann so eine Bastelflasche. Und hier haben wir auch wieder ganz viele Leinwände. Ja, und hier geht es jetzt weiter mit den Bastelflaschen. Und dann haben wir so, ja, ich weiß nicht, was Bastel-Inlay, ne, für irgendwas reinzutun. Ja, doppelseitiges Klebeband, Holzteile. Die Buchstaben, da muss man mal gucken, ob die von der Qualität her gut sind. Noch mehr Streuteile, Klemmerchen in allen möglichen Ausführungen. Da wieder Buchstaben. Ja, Dekoklammern. Da so Anhänger, dann Glitzer. Stempelkissen und einen kleinen Handstanzer. Ja, die Form finde ich ja eigentlich auch ganz cool. Kann man schön irgendwas, ne, Miniatur reinbauen. Ja, dann haben wir Glitzerstoff. Hier die Feentüren, kleine Staffeleien. Und die Häuser oben finde ich auch ganz hübsch, ne? Diese Holzstreuteile. Ja, verschiedene Sachen. Dann haben wir hier wieder die Ausstandsteile. Die habe ich aber schon, die habe ich mir irgendwann mal... Und da ist auch der Stempel. Den habe ich erst gar nicht gesehen, bis ich dann nochmal zurückgegangen bin. So, ups, den muss ich aber glaube haben. Ja, ganz viele Pompons. Finde ich auch mal ganz nett. Aber manche Farbmischungen finde ich für mich schwierig. Ja. Aber da ist ja der Geschmack. Ja, da gehe ich nochmal zurück. So, oh, und dann nehme ich ihn mir schon runter. Ich weiß gar nicht. Doch, ich glaube, den habe ich die ganze Zeit mitgeschleppt. Ich hatte keinen Korb, weil eigentlich wollte ich ja nichts kaufen, sondern nur mal schauen und filmen. Ne? Federn, Quilling, Sachen, ne? Styroporkügelchen. Aber ihr seht es ja selbst. Ja, die Mischung finde ich ganz gut.
Ne? Ja, dann noch verschiedene Pfeifenreiniger, verschiedene Ausführungen, Bastelsets mit Pfeifenreiniger. Ja, die fand ich auch ganz nett, aber die, das Muster gefiel mir nicht. Aber sonst so für 1 Euro, aber kann man sich auch selbst machen. Wir haben Stanzen genug, kann man sich selbst machen. Eigentlich, ne? Ja, dann Perlen. Da bin ich überwiegend so grob jetzt mal drüber. Da hat sich meiner Meinung nach nicht großartig was verändert. Ja, einfach mal so, was es alles gibt. Bisschen Glitzer hängt zwischendurch. Ja, und was halt so, ja, ne, da bleibe ich gar nicht stehen. Gleich vielleicht mit den Buchstaben fand ich ganz nett. Aber vielleicht kommen wir da jetzt nochmal hin. Genau, das ist ganz nett. Und hier die Buchstaben, die hatte ich damals aus Holland, da gab es die hier noch nicht. Aber jetzt, für, also da lohnt sich auch Ali bestellen nicht. Ne? Da kann man das hier mitnehmen. Richtig cool. Die fand ich auch ganz hübsch, die Herzchen. Ja, ne? Also was das Bastlerherz begehrt, da müsste ich auch nochmal mehr mal mitmachen. Nochmal Tasseln machen, Anhänger machen. Ja, und mir vielleicht auch mal ein Armband machen. Weil ich habe so viele Perlen. Ne, erst hatte ich irgendwie gar keine und dann habe ich immer mal wieder mitgenommen. Aber ich mache viel zu wenig damit. Aber auch das kommt wahrscheinlich, ich muss erstmal hier räumen. Da kriege ich wahrscheinlich ein bisschen Hilfe. Vielleicht im September. Also wird es noch ein bisschen dauern. Nein, zwischendurch kommen natürlich Anleitungen. Aber gerade halt die nächsten Wochen nicht, weil ich halt viel unterwegs bin. Und ich bitte das wirklich zu verzeihen und mir treu zu bleiben. Das würde mich richtig freuen. Ja, hier haben wir die Stempelchen. Ich weiß nicht, wie die, wahrscheinlich da ein Einhorn und das andere war Katze. Ich habe es nicht gesehen. Ja, Washi-Tape, das habe ich rechts mit dem, das ist sehr, sehr schön, dieses Glitzer-Pastell. Richtig klasse. Ne, auch hier schon breites Washi-Tape. Also auch da wird man gut fündig. Die haben schon eine große Auswahl. Je nachdem, wie der Teddy bestückt ist natürlich. Ne. Ja, irgendwann fahre ich auch noch mal hier, das ist so, ah, wenn ich ins Kino gehe, da ist ein großer Teddy, der, also mega, so einen großen habe ich noch nie gesehen. Da werde ich dann mal versuchen zu filmen, aber im Moment ist halt mit Kino irgendwie auch keine Zeit. Ne? Und dann muss da ja auch Platz sein. Wenn es so voll ist, kann ich nicht filmen. Ja, schöne Perlen. Aber den, boah, das ist der Hammer. Und guck mal, die sind ja auch hübsch. Da war ich auch kurz am Überlegen. Ich denke, als Füße für irgendwelche Kommoden, ne, wären die auch schön. Mal schauen. Da ist noch mehr Washi. Man muss mal gucken. Ne, überall hängt da irgendwie was rum. Ne, das war so dünnes, gemischtes Washi und dann das breitere, gemischte Washi. Dann hier Moos. Und ja, hier nochmal Pompons, so eine Bastelmischung. Ne, verschiedene Bastelsets. Ja, vom Papier war ich etwas enttäuscht. Also da ist wirklich irgendwie, ne, das kommt auch gleich nur ganz, ganz kurz, weil ich es gesucht habe und irgendwie, naja. Aber das werdet ihr gleich sehen. Das sind ein paar Sekunden, weil nichts mehr da war. Ne, da haben wir die Stempel, die sind schon etwas älter. Ne, auch ein schönes Stempelset für 2 Euro. Bin ich richtig nett. Und der Epoxy-Sticker, ich fand die total cool, aber ich weiß nicht wofür. Deswegen sind sie da geblieben. Aber cool fand ich die. Ich hatte aber keine Idee dazu. Ja, verschiedene andere Sticker. Dann hier so ein bisschen 3D-Sticker. Mir persönlich gefallen sie jetzt nicht so gut, obwohl der Hase ist schon niedlich, aber naja. Also so gesehen findet man immer irgendwas. Also man könnte immer Sticker, aber Leute, ich habe Sticker, alter Verwalter, da kann ich Hochhäuser mit bekleben. Und die fand ich auch ganz nett. Ja, wenn ihr euch wundert, was ich an der Hand hatte, ich kam gerade frisch vom Arzt, deswegen habe ich auch Gunst der Stunde genutzt und kurz zum Teddy. Na, die kriegen bei mir ja so schlecht Blut, deswegen an der Hand. Und deswegen habe ich da so ein dickes Ding an der Hand. Ja, die sind auch ganz hübsch. Ja, noch mehr Sticker. Und die funkeln richtig schön. Ich weiß gar nicht, ob ich das eingefangen kriege. Ich habe es versucht, aber ich glaube, es ist misslungen. Finde ich echt nett. Ne? Ja. Ja, und da hängen sie. Die habe ich mitgenommen. Werdet ihr gleich sehen. Ja, ein Karussell und dann so ein Pferd. Kann ich nicht widerstehen. Ne? Obwohl ich Pferde, also Pferde sind nicht meine Tiere, ich finde die aber hübsch. Ne? Vor allem dann so
beim Karussell. Ja, da noch ein Blumenstempel. Ja, verschiedene Filzsticker. Da mache ich jetzt ein bisschen schneller, weil da ist oben auch eigentlich immer das gleiche. Sternchen, Herzchen, ne, in Glitzer-Moosgummi oder auch in ja, nur Moosgummi oder Filz. Ja, hier nochmal ein paar Sticker. Also eigentlich müsste ja so eine Bastelabteilung jemand führen, der auch bastelt, ne, der so ein bisschen Ahnung hat und kommt ja auch ein bisschen auf die Präsentation drauf an. Ne? Die waren auch ganz hübsch. Wenn ihr gleich seht, die kurze Sequenz mit den Blöcken, werdet ihr sehen. Also das ist ja eher stiefmütterlich, finde ich. Also für einen Bastler, der sich für interessiert, gut, das ist auch niedlich. Aber nein, habe ich auch nicht mitgenommen. Das ist auch niedlich. Nein, erstmal sichten, was ich habe. Ja, da haben wir die erste Sektion mit Blöcken, aber das sind noch die neutralen Blöcke. Wollte ich euch zeigen, da ist Aquarellpapier, dann verschiedene Malblöcke und dann haben wir hier normales Druckerpapier, Tonzeichenpapier, Kopierpapier und hier haben wir dann auch nochmal das. Ja, jetzt kommen die Wühlkisten, die waren natürlich prall gefüllt, ich habe aber nicht gewühlt, ich hatte keine Lust. Ich habe einen Teil, weil mir das gerade ins Auge schoss, aber guckt mal, prall gefüllt und normal würde ich die durchwühlen. Ich hatte keine Lust. Dafür habe ich auch zu viel Zeug. Und im Moment, klar, sonst würde ich das durchwühlen, aber heute hatte ich keine Lust. Ich hätte bestimmt das eine oder andere Schnäppchen machen können. Ich hatte aber keine Lust. So, jetzt kommt kurz das Papier. Da, ein paar Sachen sind runtergesetzt. Das ist es an Blöcken. Und hier unten, ja, das war's. Das war's, ihr Lieben, an Blöcken. Und ja, jetzt geht's weiter dann mit meinem Haul. Ja, das war mein Teddy-Rundgang. Es wurde dann etwas voller, dann konnte ich nicht mehr drehen. Aber ich denke, ihr habt einen guten Einblick bekommen. Ich zeige euch jetzt, was ich mitgenommen habe. Insgesamt habe ich ausgegeben 3,55 Euro. Und einmal durfte mit dieses Washi-Tape mit den Erdbeeren. Ich fand es so niedlich. Ja, ich brauche eigentlich kein Washi-Tape mehr. Aber das ist halt, wenn man was sammelt, dann ist das eben so. Ja. Ja, es wird die nächste Zeit, also jetzt, ich habe ja gesagt, Mai, Juni habe ich ziemlich wenig Zeit. Ich bin viel unterwegs. Deswegen wird es Anleitungen wahrscheinlich erstmal nicht geben, wenn vielleicht eine kleine schnelle. Aber ich habe im Moment die Zeit nicht dazu. Ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem treu. Anleitungen kommen auf jeden Fall, wenn ich dann wieder ja nicht mehr so oft unterwegs bin. Ich bin ja einmal in Heilbronn eine Woche, dann in Daun in der Eifel auch 4 oder 5 Tage. Dann habe ich Karten für Pink Pop, das ist 3 Tage. Was war noch? Also auf jeden Fall noch ganz viele Zwischentermine auch, die immer lange dauern. Guck mal, das ist halt niedlich, ne? Ich finde es total hübsch. Erdbeerwashi, total schön. Ja, von daher, ich hoffe auf euer Verständnis. Trotzdem, ihr wisst, ich zeige ja sowieso viele Hauls. Ist ja, denke ich, auch in Ordnung. Aber ich möchte natürlich auch basteln. Kommt. Aber halt jetzt nicht Mai, Juni, sondern später. Ne, wenn ich wieder Zeit habe, auch hier in Ruhe zu sitzen, mir Gedanken zu machen. So mache ich schon mal ein bisschen was für mich. Einfach mal ohne Kamera. Und das andere kommt auf jeden Fall. Auch Stanzen vom Action, ne, Beispiele. Von daher nicht weggehen, schön bleiben. Ich würde mich freuen. Und an alle, die mich noch nicht abonniert haben, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das macht. Die Glocke aktiviert und dann verpasst ihr kein Video mehr. So, guckt mal. Ich wollte auch keine Sticker mehr kaufen. Obwohl, ist ja Quatsch. Wenn man süße Sticker sieht, kauft man die. Ne? Und ich habe ja schon lange keine Sticker mehr bei Teddy gekauft. Und da kann ich dann halt nicht dran vorbei, wenn ein Karussell drauf ist. Und ne, die süßen Pferdchen, ich finde es total niedlich. Deswegen durfte der für 1 Euro mit, dieser Bogen. Dann die Silikonstempel. Allerdings war ich mir da nicht sicher, ob ich die schon habe. Ich weiß es nicht. Aber die werden ja dann irgendwann auftauchen. Sollte ich die schon haben, dann werden die natürlich weiterziehen. Ich weiß es nicht. Oder ob ich die nur irgendwo mal gesehen habe und dann nicht mitgenommen habe. Ich habe einen Überblick verloren. Auch da wird geräumt und gemacht. Aber auch das wird ein Jahresprojekt, wie ihr ja wisst. So, dann, ihr habt die Krabbelkisten gesehen. Es ist der Wahnsinn, ne? Ich hatte aber keine Lust zu wühlen.
wirklich überhaupt gar keine. Auf die Hocke zu gehen, normal nehme ich mir Zeit und gehe Kiste für Kiste durch. Ich hatte keine Lust. Ich habe auch genug an Zeug, also deswegen ist es nicht so dringend. Nur das lugte raus, habt ihr vielleicht im Video gesehen. Und dann habe ich diesen, ja, Bastelstoff ist es, ne? Ich packe den mal aus für 55 Cent anstatt 1 Euro. Das ist ja der Mega-Schnapper, aber das ist okay. Und ich habe gedacht, so Sachen ausstatten, ja, ist wie so ein bisschen dickerer Stoff. Ne? Sieht cool aus, 55 Cent, ja, darf der mal mit. Ne? Mal gucken, was ich mitmache, weiß ich noch nicht. Ja, hier bin ich auch total gespannt. Ich habe auch gedacht, für die Jelly Plate oder wenn ich für meine gefärbten Hintergründe damit ein bisschen rumzuspielen. Und dann ist es auch mal egal, wenn so ein Stempel versaut wird. Ne? Für 1 Euro ist das echt dann mal egal. Ja, ihr Lieben, das war's schon. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Im Teddy bin ich ja nicht so oft. Und hier war wirklich Gunst der Stunde Nutzen. Es war total leer. Hinterher wurde es dann was voller. Papier habe ich ja nur ganz kurz gezeigt. Habt ihr gesehen? Ist ja nicht mehr viel los. Auf jeden Fall in den Teddys, wo ich bin. Das war jetzt Zufall, weil ich da beim Arzt war. Das ist nicht mein Stammteddy, dafür müsste ich zu weit fahren. Aber auch bei meinem Stammteddy ist ja irgendwie alles rückläufig. Die haben es vielleicht ein bisschen übertrieben. Ihr könnt euch bestimmt daran erinnern, diese ganz vollen Gänge, vollgestopft, alles. Es hat ja keinen Spaß mehr gemacht. Und vielleicht finden die jetzt auf ein normales Maß zurück. Mich würde natürlich freuen, wenn die Bastelabteilung so bleibt und vielleicht auch mal ein bisschen mehr Blöcke bringt, also Papier generell. Und naja, schauen wir mal. Ja, ihr Lieben, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen da. Kommt in meine Facebook-Gruppe, die verlinke ich euch unten in der Infobox. Und ansonsten, ich muss gucken, was hochkommt, wie, wann, wo. Ihr wisst, wenn jetzt die nächsten 6 bis 8 Wochen ein bisschen wenig kommt oder auch nur Holz, verzeiht es mir, aber es ist einfach, ich kann mich nicht teilen. Ne? Wenn ich mich klonen könnte, dann würde ich jeden Tag 3 Videos drehen. Geht leider nicht. So, Laberababer, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch was, ein schönes Wochenende und schaltet wieder ein, bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.